Heyo, Ladies und Gentlemen, was geht? Willkommen zurück zu Elder 2. Ja, es gab einige Komplikationen. Ja, einige. Probleme. Und zwar haben wir uns nach der letzten Folge ausgelockt, weil wir keine Zeit mehr hatten. Und letztendlich war der Fail dann, dass irgendwie nur einer einer nur noch im Dungeon war, dann der andere draußen, hat sich der eine relockt, dann waren beide draußen und hat halt übelst gefällt und die Party war nicht mehr da und mit dem Boss hat irgendwas nicht gestimmt und alles Mögliche. Ja, also alles in allem sehr verbuggt. Ja, also im Prinzip in Zukunft müsste man den Dungeon auf einmal machen, sonst hat man keine Chance, sonst ist alles irgendwie verbuggt. Und jetzt haben wir uns gedacht, bevor wir hier den Dungeon komplett nochmal von vorne anfangen, spawnen wir uns fünf, also machen wir den, fangen wir den Dungeon von vorne an, aber spawnen uns dann fünf Bosse rein. Das, ihr seht rechts oben, wir haben fünf Keys. Und dann besiegen wir jetzt hier einfach noch den Endgegner. Weil Dungeon gesehen habt ihr jetzt, glaube ich, schon genug. Und dann war es das praktisch mit dem Dungeon hier. Also, Moos, willst du die Ehre übernehmen? Soll ich? Ja. Du hast ah. Null, wieder halt nicht. Wieso? Wieso ist der nicht? Keine Ahnung. Ist der schwul? Ja, ich glaube schon. Okay, und, wie machen wir es am dümmsten? Keine Ahnung, aber einfach schlagen, oder? Au! Ja, was? Der gibt dir Damage, wenn du dagegen rennst? Ja. Okay. Mach mal. Schau mal, ob du auch. Du rennst einfach durch. Was geht mit dir? Okay. Ja, ich hab's ja drauf. Also bleiben wir irgendwie da stehen. Ja, irgendwie so diagonal immer bleiben, gell? Warte, komm. Wie hoch kann denn der Typ? Ja, so hoch wie er will. Oh, scheiße. Ja, genau. Also, das hätte ich gesagt, bauen wir uns vielleicht da noch so. Warte, ich leg mal hier die zwei Sweatcaps. Kann man da was bauen? Ja, da kann man was bauen. Und das Witzige war ja, wir haben praktisch nochmal von vorne angefangen und der Dungeon resettet sich ja praktisch von selber dann. Und die Sache war, die ganzen Items aus der Chest sind einfach am Boden rumgelegen. Ja. Ja. Aber wir könnten uns so ein kleines Fort bauen, oder meinst du? Ja, ja. Da sowas. Und dann noch irgendwie, warte, hast du gemerkt? So, wir können ja ein kleines Dach drüber genau bauen. Und eine Tür, haben wir eine Tür dabei? Jetzt haben wir keine Tür dabei, du hast doch sicher noch Holz dabei, oder? Ja, habe ich sogar. Ich weiß aber nicht, ob das geht so. Aber das wäre genial. Warte, wenn wir es so machen, dann ja, geht kann ja auch nicht durch. Ja. Machen wir hier noch. Ja, scheiße, da kommen die kleinen Hupfteile durch. Da spawnen auch gar keine anderen, oder? Doch, da spawnen diese. Na, ist bei dem nicht, oder? Doch, ich meine schon diese blauen, kreisligen Hupfteile, die ganze Zeit rum. Okay, ja, dann nicht. Dann lassen wir einfach zu und probieren wir es einfach mal so. Das ist eigentlich so endlich geile Pussy-Taktik. Gut, dann probieren wir es mal so. Also, dann fangen wir an, oder? Ja, auf geht's. Darfst du ihn. Was? Au, jetzt. Nein, ich sterbe, Moos. Ich sterbe. Nein, ich will nicht sterben. Ich will da rein. Das bringt dir, glaube ich, nichts. Der hat, glaube ich, auch gerade den Stein kaputt gemacht. Echt? Aber hier steckt er gerade fest. Ja, au. Was hast du im Bewegmodus? Oh, fuck you. Nein, habe ich nicht. Ich möchte meinen Healing Stone. Nicht sterben, Moos. Wehe, du stirbst. Ich dachte erst einmal gerne meinen Healing Stone nehmen. Hast du genommen? Oh. Nein, habe ich jetzt. Okay, nice. Ich heile. Warte, ich muss kurz was futtern. Bin wieder da. Oh. Hängt an der Fackel. Nein, der will, glaube ich, irgendwie zu mir. Wow. Oh nein, das sind die Teile, die an die Luft schleudern. Ja, genau, komm zu mir rein. Wie komme ich da rein? Ah, da. Okay. Da am Eck. Und bau zu. Dass die Viecher nicht reinkommen. Ah ja, hab schon. Ah, okay. Ein bisschen nach links, bitte. Nach links? Danke. Oh! Macht voll Angst, aber der kommt nicht. Best Taktik ever. Hast du noch genug? Naja, ich hab nur eine halbe und dann noch vier. Okay. Das nenne ich mal einen geilen Boss. Warum sind wir nicht früher auf die Idee gekommen? Ich glaube, ging das beim anderen? Vielleicht ist es jetzt nur ein Bug, dass es jetzt auf einmal geht. Na, das glaube ich wäre beim anderen genauso gegangen. Du, ich glaube, es bringt vorhin nichts, wenn wir beide draufhauen. Weil es macht eh nur einer Schaden. Wenn er rot ist, dann können wir keinen Schaden machen. Echt? Ja. Ja, Tatsache. Ja, dann schlag du mir die Pickaxe fertig. Dann hab ich schon. Alles gerade aus, warte ich erstmal kurz aus. Der Grimotter, ja. Immer dieser Grimotter. Ja, der Grimotter, der regt vielleicht auf. Oh. Wir haben jedenfalls genug Pickaxe. Oh, sein Auge. Ich mach's so voll risky hier, pass auf. Oh, Raffi. Au, was, au. Nein, scheiß Viecher.
Dann müsstest du langsam mal was essen. Ja, dann erstmal was, dann übernehme ich da mal. Der ist aber gerade total angry auf mich. Ja, dann. Er schaut mich so dumm, oh. Es war's. Okay, ich ess was. Oh, es ist er rot. Oh, der ist rot. Sein Aggro hat sich erhöht, aber es hilft nichts. Ja. Also ich stelle mir den Boss richtig schwer vor, wenn wir nicht so eine geniale Idee hätten. Ja, doch. Könnte richtig asozial werden, der Typ. Ja. Aber wir haben es gleich. Ich frage mich, was dann passiert. Oh, oh, ach, ja, oh, ja, ja, klar. Ich habe ihn safe. Okay. Und so. Und. Tot! Oh, Musik! Und die kreisligen Viecher. Oh, ganz viel davon. Au. Au. Alter, wie viele sind denn da? Oh, viel zu viele. Au. Ich weiß nicht, weh, ich sterbe jetzt. Meine Fresse. Nein. Okay. Aber die Musik war cool. Die Musik war cool, ja. Ich habe einen Regeneration Stone habe ich gekriegt. Nice. Bei dir aus? Ich habe einen Bronze Key, Dexterity Cape, Neptune Chestplate, Neptune Helm, Lightning Sword. Und das war's, glaube ich. Ah, ich habe Neptune Boots und Neptune Leggings. Nice. Das heißt, wir haben ein komplettes Neptune Set. Ja, ich glaube Regeneration. Ah, nein, fuck, das sind ja nur mehr von denen, die Viecher. Ah, warum hatte ich. Achso, ich hatte noch. Ah, geil! Was? Geil, ich habe nur was gekriegt. Cool, was? Hammer of Notch. Echt? Ja. Was? Ich bin gerade raus. Ja, ist oben gestanden, Dungeon Ends in. Aber haben wir alles rausgenommen, oder? Ja, glaub schon. Okay. Also, ich habe einen Hammer auf Nudge dabei. Gut, dann kurz Moas holen und ab nach Hause, oder? Ja, definitiv. Vor die Wolke uns weg und. Dann können wir da unser Loot aussortieren. Ja, definitiv. Weißt du, wo es lang geht? So ungefähr. Okay. Das packst du schon. Noch bin ich hinter dir. Noch. Ah, oh, so viele Bunnies. Oh mein Gott, schwarze Wolke. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ist direkt an mir vorbeigeflogen. Der Moor. Bist du noch hinter mir? Noch, ja. Oh, da sind Bäume. Ganz viele davon. Soll ich die mitnehmen? Müssen wir schon mitnehmen. Ja, nimm mit. Oh, oh. Hier, stirb. Oh, oh. Aber ich hab kein. Oh fuck, ich hab keinen Platz mehr. Kein Platz. Ich hab auch keinen Platz mehr. Dann lass die Bäume, bevor du jetzt verreckst. Nein, ich verreck jetzt nicht. Die Bäume sind wichtig! Okay. Nein, nicht hier. Wo ist der Baum hin? Egal, warte. Ah. Okay. Ich fliege, ich eile. Da drüben sind so viele Viecher. Wo? Voll mal gar nicht. Ist eigentlich genial damit die Wolken. Ja, schon. Dafür sind sie, glaube ich, auch da. Oh, und unser altes Haus. Good times. Ja, ja, fliegen wir gleich über in unser neues. Ja, ja, klar. Heimatland. Schwarze Wolken. Alter. Von. Und oh, auf dem Berg ist auch Party. Überall Cockatrices, Mann. Wie viele Coins habe ich eigentlich? 228. Oh, ich habe mehr als du. Oh, wie viel habe ich? 216. Ja, Kim, ich habe mal 500 gehabt und bin dann verreckt. Ja. Ja. Oh mein Gott! So, ich bin richtig geparkt. Ja, du bist richtig geparkt, ich noch nicht. Ich bin hier das Sorgenkind. Oh Gott. Ah. Auf geht's. Hier, komm her, du Cloud. Hab ich dich aber weggeohnt hier. Oh. Ja, komm, kommst du vielleicht? Oh, ich habe keine Pickaxe irgendwie. Oh. Hey. Oh ja, Gott, dann komm jetzt, bevor du verreckst. Ja, wohin denn? Ja, runter zum Schlafen. Oder wird schon wieder Tag? Ja, das glaube ich schon. Ja, es wird Tag. Es wird Tag. Das halte ich jetzt nicht mehr aus. Ah, jetzt ist die. Ja, dann. So, ich pflanze jetzt hier noch meine zwei Bäumchen an. Und dann passt das so gut. Oh, Neptune-Arme, Mann. Glaubst du, die geht kaputt? Ja. Ist ja voll scheiße dann. Befürchte ich mir, dass die kaputt. Nein. Dass die kaputt geht, ja. Doch. Gut, ich lege mal hier mein ganzes Zeug irgendwie in eine Chest rein. Was für ein Cape hast du eigentlich gerade? Ich habe einen Dexterity Cape an. Der bringt mir irgendwie Speed.
So, hier alles da rein. Ich habe Bronze Key, für was auch immer ich den brauche. Xenite Ring, Lightning Sword, das hört sich cool an. Neptune lege ich mal rein, hier, das alles noch. Und Lightning Knife habe ich 9. Das Lightning Knife? Ja. Was ist denn das? Keine Ahnung, ich glaube, die kann man schmeißen. Er macht so Boom mit so einem Lightning. Okay. Na gut. Das haben wir, das haben wir. Die Blocks vielleicht nicht jetzt gerade da reinlegen. Die legen wir vielleicht hier rein. Die haben nicht da reinlegen. Ja, ich weiß. Ja, Ambrosium können wir auch da drüben rein. Oh, Gummiswets kann man essen. Ja, dann bekommt man Slowness. Das ist ja geil. Was passiert, wenn man blaue Gummiswets isst? Okay, glaube ich nicht. Ah, geht nicht. Ich dachte, mit Gummiswets kann man auch irgendwie was craften. Keine Ahnung. Aber die Musik ist cool. Und wir haben noch, oh, wir haben noch irgendeine geile Musik bekommen. Also tun wir hier einen Neustorm rein, pass auf. Ja, aber... wir haben keine Jukebox. Nein, wir haben keine Jukebox. Ah. Aber schau mal, wir haben ja eh abgestimmt in den Kommentaren, dass die ganzen Sachen, die wir hier nicht kriegen können, uns cheaten dürfen. Echt? Ja. Okay. Hat die Mehrheit entschieden, das heißt Moos. Walte deines Amtes. Oh. Aber die Musik gerade ist auch geil irgendwie. Tada. Bei mir läuft kaum Musik. Das Einzige, was ich halt... wie heißt es? Jukebox. Busch. Ich glaube, der weicht jetzt, oder? Der Busch, ja, den brauche ich. Glaube nicht, dass wir das auch brauchen. Okay. Gut. So. Das und ist bei... Stop-Step. Ja, ich glaube schon. Oh, das ist ja cool. Ich glaube, bei dieser schönen Musik erklären wir euch mal kurz, wie es jetzt weitergeht, oder Mods? Ja, und doch. Zwar, ja, der Dungeon ist jetzt gemacht. Im Prinzip wurde zu Elsa jetzt nicht unbedingt relativ viel mehr gemacht. Außer halt der Altar zur und der Zeit. Dungeon. Zur Zeit, genau. Wie gesagt, das ist alles noch relativ buggy und wir haben jetzt beschlossen, nach viel Überlegungen so, dass wir jetzt eine kleine Pause einlegen. Es wird nicht aufhören, sondern dass wir wieder weiter zocken, wenn es ein Update ein fertiges gibt oder was weiß ich, wenn neue Sachen dazukommen, wenn es weniger buggy ist und so. Wenn es halt auf die 1.6er eventuell upgedatet ist. Genau, und das auch. Hoffentlich macht es nicht so viel aus, aber ich glaube, ihr versteht das. Ich meine, wenn ihr gerade gesehen habt, was da im Dungeon abgegangen ist, das hättet ihr sehen müssen vor der Aufnahme. Ja, das war echt... nicht mehr schön. Aber jetzt kommt Grub. Ja. Oh Gott, wie das ausschaut. Genau so. Wie tanze ich so Dubstep? Einfach einen epileptischen Anfall haben. Ja, bis dann die Windows-Einrastfunktion wieder vorbeikommt. Ja, genau. Aber dann... Ja, das wäre jetzt der Fall. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War relativ erfolgreich der Dungeon, oder? Ja, eigentlich schon, also... Also an sich der Dungeon und das alles ist saugeil. Also das haben sie echt geil hinbekommen mit den ganzen neuen Items und was weiß ich alles. Hey, ich hab Sentry Boots, what the fuck? Echt? Was auch immer die... Also. Ich glaube, die bringen, dass du nicht genockt wirst. Das wäre cool. Also, aber mir fehlt halt irgendwie noch ein bisschen Content und so, weil früher die Golden, Bronze und Silver Dungeons war halt echt episch. Ja, das war schon einiges epischer als ja, das, was jetzt da so drin ist. Hier ist ein Dungeon, den man praktisch im Prinzip immer wieder neu macht. Naja. Also, hoffe euch hat's gefallen. War eine relativ kurze Serie, obwohl sie jetzt noch nicht zu Ende ist. Ja, geht ja noch weiter. Ja, eben. Also, man sieht sich. Moritz, willst du noch irgendwas Episches sagen? Also, die Lieder können uns drin lassen. Ja. Das ist das beste Lied von allen, finde ich. Okay. Ja. Ich will es ja gar nicht aufhören. Eigentlich. Das ist das Lied. Jetzt ist das Lied auch okay. Na gut. Dann mit diesen wunderschönen Musik. Disc, würde ich sagen, beenden wir das hier. Hoffe, euch hat es bisher gefallen. Könnt ihr noch bei der letzten Episode für die Version, sage ich jetzt mal, ein Like da lassen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schönen Start in die neue Woche und ja, man sieht sich, ne? Ja, von mir auch. Und ja, tschüss. Tschüss. Outro.